Im Kapitel 1.1.9 wollen wir jetzt einige Tensoroperationen verallgemeinern, die wir bereits zum Beispiel anhand des Epsilon-Tensors ja auch schon kennengelernt haben. Zunächst einmal, und zwar geht es da in erster Linie jetzt in dem Kapitel um Definitionen, und ich möchte das der Einfachheit halber anhand des Skriptums gleich Ihnen erklären. Also zunächst einmal Gleichheit von Tensoren. Wann sind zwei Tensoren gleich? Zwei Tensoren n-ter Stufe A und B heißen genau dann gleich, wenn sie in allen entsprechenden Koordinaten übereinstimmen. Das heißt, wenn A und B jeweils ein Tensor n-ter Stufe ist, dann sind das letztendlich 3 hoch m Gleichungen, die hier zu erfüllen sind. Und in jeder dieser der Koordinaten muss die Die müssen übereinstimmen, damit diese beiden Tensoren gleich sind. Wie wir es auch bereits für Vektoren schon kennengelernt haben, definieren wir die Summe und Differenz von Tensoren über die Summe und Differenz der Koordinaten der Tensoren. Also Summe, Differenz dieser zwei Tensoren ist definiert über die Summe oder Differenz der Koordinaten. Das ist auch meine Tensorprodukt. Ja, zur Erinnerung, wir hatten das ja für einen Tensor zweiter Stufe, haben wir eingeführt als das Tensorprodukt zweier Vektoren. Und ganz allgemein, wenn man sozusagen ein direktes oder im Tensorprodukt eines Tensors m-ter Stufe, also A sei ein Tensor der Stufe m und B sei ein Tensor der Stufe n, dann ist das direkte Produkt das Ergebnis dieses Tensorprodukts ein Tensor mit der Stufe m plus n. So wie hier haben wir zwei Tensoren der Stufe 1 miteinander tensorell multipliziert. Das Ergebnis war ein Tensor der Stufe 1 plus 1, also der Stufe 2. Und definiert ist das Tensorprodukt in der Art und Weise. Also A hat also hier m-Indizes, B hat n-Indizes, dann hat C insgesamt m plus n Indizes. Tensorprodukt. Verjüngung eines Tensors. Was versteht man darunter? Unter Verjüngung eines Tensors einer Stufe m versteht man, und zwar muss man dazu sagen, nach welchen Indizes man verjüngt. Also nehmen wir mal an, ich habe jetzt hier mein Ausgangstensor A wäre eben der Tensor m-ter Stufe. Also hier m-Indizes startet eigentlich mit K1, K2 und unter Verjüngung versteht man jetzt die Tatsache oder die Operation, dass man jetzt hier über zwei Indizes summiert. Das heißt, man setzt zum Beispiel in dem Fall hier wird verjüngt nach K1 und K2 und das Ergebnis ist dann ein Tensor der Stufe m minus 2. Ja, wenn Sie ganz vereinfacht gesprochen, nachdem ich ja hier über J summiert habe, bleiben nur mehr m-2 Indizes über und die Größe B ist damit ein Tensor der Stufe m-2. Wie kann ich das zeigen, dass B tatsächlich ein Tensor der Stufe m-2 ist? Naja, ich muss wieder beginnen mit dem Transformationsgesetz für Tensoren. Setze also das Transformationsgesetz für B oder den verjüngten Tensor B setze ich gleich A, wobei die beiden Indizes hier gleich sind. Und dann kommen ja letztendlich, weil A ist da nach unserer Voraussetzung ein Tensor der Stufe m, habe ich also m Transformationsmatrizen hier mit den entsprechenden Indizes, wobei die ersten beiden Indizes, wo hier zweimal der gleiche Index j auftaucht bei den ersten beiden Transformationsmatrizen, da benutzt man hier die Orthogonalitätsrelation. Das heißt, man bekommt hier ein Kronecker-Delta. Das führt dann dazu, dass hier in dieser Summe über I1, I2 die beiden Indizes gleich werden. Und zwei Transformationsmatrizen rausfallen. Das heißt, es bleiben da hier nur mehr m minus zwei Faktoren über.
Und das, was dann überbleibt, ist das Transformationsgesetz eines Tensors der Stufe m-2. Ja. Ein Sonderfall dieser Verjüngung, der besonders wichtig ist, ist die Verjüngung eines Tensors zweiter Stufe. Wenn man einen Tensor zweiter Stufe verjüngt, ergibt sich ein Skalar. Und man nennt diese Verjüngung eines Tensors zweiter Stufe, ist auch die Spur des Tensors. Ja? Die Spur eines Tensors TIK. Die Spur, man schreibt dann manchmal auch aus SP von T, ergibt dann eben TJ. Da haben wir da JK, setzt die beiden Indizes gleich und das ist Einsteinsche Summenkonvention, die Summe der Diagonaltherme des Tensors zweiter Stufe. Und was wir hier gezeigt haben, ist, dass diese Größe hier ist dann ein Tensor nullter Stufe, also ein Skalar. Eine Operation, die wir bereits in der letzten Stunde kennengelernt haben im Zusammenhang mit den Epsilon-Tensoren, ist die Überschiebung von Tensoren. Darunter versteht man das Produkt zweier Tensoren. Hier ein Tensor A wieder der Stufe M, ein Tensor B der Stufe N. Und unter Überschiebung versteht man die Summation über einen gemeinsamen Index. Wird über den gemeinsamen jeweils ersten Index der beiden Tensoren summiert. Was ergibt sich daraus? Durch diese Überschiebung ergibt sich, wenn man hier einen Tensor m-ter Stufe hat und hier n-ter Stufe. Wie gesagt, wenn das jetzt hier keine Überschiebung wäre, sondern das Vektorprodukt, hätte man einen Tensor der Stufe m plus n. Nachdem wir hier über einen gemeinsamen Index summieren, ergibt sich dann damit ein Tensor der Stufe m plus n minus 2. Und man kann das kann man wieder zeigen, mit Hilfe indem man das Transformationsverhalten der beiden Tensoren A, B, die laut Voraussetzungen Tensor m-ter und n-ter Stufe darstellen. Die Rechnung ist da jetzt schon kompliziert aus, ist aber eigentlich recht einfach und man kommt immer wieder auf den gleichen Trick, nämlich man setzt jetzt hier einmal den Ausdruck an, diese Verjüngung der beiden Tensoren AB, Überschiebung der Tensoren AB. Man hat also zunächst einmal für A M Transformationsmatrizen mit den entsprechenden Indizes ebenfalls und ebenfalls für B N Transformationsmatrizen. Das Entscheidende ist, nachdem hier der gemeinsame Index J auftaucht, hat man hier Transformationsmatrizen mit gemeinsamen Index. Die bringe ich hier zusammen und sehe, dass das ein Kronecker-Delta liefert aufgrund der Orthogonalitätsbeziehung der Transformationsmatrix. Ja, weil es ja auch eine orthogonale Matrix darstellt. Das führt jetzt dazu, wenn ich jetzt hier dieses Kronecker-Delta P1 den Index mit dem P1 hier überschiebe, und bleibt letztlich hier zweimal der Index stehen. Das P1 wird sozusagen zu einem Q1. Hier habe ich noch einmal Q1. Und um es deutlicher zu machen, benenne ich jetzt das Q1 um in einen Index J. Das darf ich tun, weil es ein Summationsindex ist. Dann habe ich hier das J stehen und hier das J stehen. Zwei dieser m plus n Transformationsmatrizen sind rausgefallen und es bleiben nur mehr m plus n minus 2 über und damit transformiert sich das Ergebnis hier wie ein Tensor der Stufe m plus n minus 2. Ein Anwendungsbeispiel dieser ganzen Geschichte ist, ich bin entschuldigt geblieben zu zeigen, dass das Kreuzprodukt zweier
A Kreuz B sich tatsächlich transformiert wie ein Tensor der ersten Stufe, wie ein Vektor. Wie sehe ich das? Naja, ich kann zunächst einmal einen Tensor der Stufe 5 bilden durch ein direktes vektorelles Produkt von drei Tensoren, nämlich Epsilon-Tensor, dem Vektor A und Vektor B. Ja, wir haben bereits gezeigt, der Epsilon-Tensor ist tatsächlich ein Tensor dritter Stufe. Der Vektor A und der Vektor B seien laut Voraussetzung Tensoren erster Stufe. Das heißt, das Vektorprodukt dieser drei Tensoren ergibt dann einen Tensor groß T mit 5 Indizes, entsprechend ein Tensor fünfter Stufe. So, und jetzt das tatsächliche Vektorprodukt zu bekommen, muss ich ja jetzt hier zwei Indizes gleichsetzen. Nämlich ich muss jetzt hier J und P gleichsetzen und K und Q gleichsetzen. Das heißt, wir haben jetzt hier eine doppelte Überschiebung, Entschuldigung, eine doppelte Verjüngung dieses Tensors groß T. Und laut unseren Überlegungen von oben ergibt sich durch diese Überschiebung letztendlich ein Tensor der Stufe 5 minus 2 minus 2 gibt 1. Also die erste Überschiebung gibt den Term minus 2 und die weitere Überschiebung ergibt noch einmal eine Reduktion der Dimension um 2 und damit erhält man einen Vektor. Vereinfacht gesprochen kann man einfach sagen, zu einem Ausdruck wie hier, wenn ich weiß, die einzelnen Terme sind jeweils Tensoren. Ich muss nur zählen, wie viele Indizes bleiben über die nicht summiert wird. Ja, in dem Fall ist genau ein Index, nämlich dieses i hier, über das nicht summiert wird. Und damit ist es ein Tensor erster Stufe und damit ein Vektor. Damit transformiert sich dieser Ausdruck wie ein Tensor erster Stufe. Gut, das war also ganz allgemein Tensoren n-ter Stufe. Besondere Bedeutung in der Physik haben Tensoren zweiter Stufe, also neben Skalaren aus Tensoren nullter Stufe und Vektoren aus Tensoren erster Stufe sind halt besonders wichtig, auch Tensoren zweiter Stufe. Beispiel zum Beispiel für einen Tensor zweiter Stufe wäre der Trägheitstensor aus der Mechanik oder der Leitfähigkeitstensor aus der Elektrizitätslehre oder Spannungstensor aus der Elastizitätslehre. Gut, das ist Wiederholung. Das kennen wir bereits, ist das Transformationsgesetz für Tensoren zweiter Stufe. Hier an der Stelle einfach noch einmal wiederholt. Transformation vom Gestrichenen aufs Ungestrichene und umgekehrt. Ja, jeweils immer zwei Transformationsmatrizen. Grundsätzlich muss man wieder unterscheiden zwischen dem Namen des Tensors und seiner Darstellung in einem Koordinatensystem. Wir kennen das ja bereits von den Vektoren. Ein Vektor A, beim Vektor A haben wir auch unterschieden, dieser Vektor A hat eine Darstellung durch drei Zahlen A, K in einem Koordinatensystem 1, 2, 3 und hätte eine andere Darstellung in einem gestrichenen System zum Beispiel. Ja. Im Prinzip gilt das Gleiche natürlich auch für Tensoren höherer Stufe und insbesondere für Tensoren zweiter Stufe. Deswegen verwendet man manchmal, das ist aber die Literatur jetzt nicht konsistent, als symbolischen Namen für Tensoren ein Symbol mit einem Doppelpfeil darüber. In manchen Büchern finden Sie auch die Bezeichnung ein einfacher Strich für einen Vektor, ein doppelter Strich für einen Tensor, beziehungsweise verzichten manche Bücher überhaupt auf die gesonderte Bezeichnung des symbolischen Tensors.
Was ich mache in meinem Skriptum, ich verwende diesen Doppelpfeil, um den symbolischen Ausdruck eines Tensors auszugeben. Das heißt, was ich meine, ein Tensor zweiter Stufe kriegt so einen Doppelpfeil, und wenn ich von den Koordinaten des Tensors zweiter Stufe spreche, dann kann ich das so andeuten. IK zum Beispiel ist dann, das wären die Koordinaten des Tensors in einem Koordinatensystem. 1, 2, 3 zum Beispiel. Ja. Gut. Spuren des Tensors habe ich bereits erwähnt. Erhalte ich durch die Verjüngung des Tensors. Man schreibt das dann so hin. Die Spuren des Tensors ergibt sich eben als die Summe über die Diagonalterme. Und nachdem das ein Skalar ist, wie immer gezeigt, das muss ein Tensor der Stufe 2 minus 2, also der Stufe 0 sein, ist es gleichgültig, in welchem Koordinatensystem ich das betrachte. Die Spur ist invariant. Also wir merken uns, die Spur eines Tensors zweiter Stufe ist eine Invariante, das heißt unabhängig von dem Koordinatensystem, das betrachtet wird. Auch unter dem transponierten, auch den Begriff kennen Sie bereits aus der linearen Algebra. Ich wiederhole ihn hier noch einmal. Der kriegt also hier den Namen, ein hochgestelltes T, bedeutet eben, dass ich die beiden Indizes vertauschen muss. Das ist der transponierte Tensor. Dann eine wichtige Rolle in der Physik spielen symmetrische bzw. auch antisymmetrische Tensoren zweiter Stufe. Was versteht man unter dem Tensor, symmetrischen Tensor zweiter Stufe? Symmetrischer Tensor zweiter Stufe ist ein Tensor, bei dem die Koordinaten AIK gleich AKI sind. Oder anders gesagt ist, das Transponieren des Tensors ändert den Tensor nicht. Also transponierter Tensor ist gleich dem ursprünglichen Tensor. Das wäre ein symmetrischer Tensor, ein antisymmetrischer Tensor oder manchmal schiefsymmetrischer Tensor genannt, ist ein Tensor mit der Eigenschaft, dass beim Vertauschen der Indizes oder beim Transponieren der Indizes ein negatives Vorzeichen entsteht. Was man sofort sieht, damit ein Tensor schiefsymmetrisch überhaupt sein kann, müssen in der Diagonale lauter Nullen stehen. Das steht hier. Für antisymmetrische Tensoren sind die Diagonalterme, die müssen verschwinden. Was auch wichtig ist, jeder beliebige Tensor zweiter Stufe, zum Beispiel ein Tensor P, den kann man immer ausdrücken als Summe eines symmetrischen und eines antisymmetrischen Anteils. Ja, kann also sagen, P ist ein beliebiger Tensor und kann den ausdrücken als Summe eines symmetrischen Anteils und eines antisymmetrischen Anteils. Ja, mit folgender einfachen Festlegung, dass nämlich das S gleich ein halb mal B plus B transponiert ist und A gleich ein halb mal B minus B transponiert. Man sieht das natürlich sofort, wenn man hier einsetzt. Diese Definition dann ergibt sich hier für B I K ein halb mal B I K plus B I K transponiert plus ein halb mal B I K minus B I K transponiert. Und wenn man das die Klammern ausmultipliziert, ergibt sich ja B I K plus ein halb ergibt dann BIK und der transponierte Anteil hebt sich weg. Damit ist das gezeigt und man sieht auch sehr schnell, wenn man jetzt hier den transponierten Tensor bildet, der transponierte Tensor von IK ergibt eben transponierten Tensor und das doppelte Transponieren führt wieder auf den ursprünglichen Tensor zurück. Nämlich BIK und das ist natürlich gleich dem SIK.
Und ganz analog kann man natürlich auch zeigen, dass diese Beziehung hier erfüllt ist. Also dass das AIK ein antisymmetrischer Tensor ist. Ja? Orthogonale Tensoren, auch den Begriff haben wir bereits kennengelernt, im Zusammenhang mit den Transformationsmatrizen. Und einen orthogonalen Tensor versteht man einen Tensor, für den diese Überschiebung des Tensors mit der transponierten Matrix die Einheitsmatrix ergibt. Also das EIJ ist die Einheitsmatrix oder eben das Kronecker-Delta IJ. Gut, oder anders ausgedrückt, für orthogonale Tensoren gilt, dass der transponierte Tensor gleich dem, Entschuldigung, dem inversen Tensor ist. Ja, das ist gilt für orthogonale Tensoren. Gut, das ist jetzt das, zwei Sonderfälle. Behandle ich noch in dem Video ganz kurz. Und zwar die Überschiebung eines Tensors zweiter Stufe mit einem Tensor erster Stufe, also die Überschiebung eines Tensors zweiter Stufe mit einem Vektor. Ganz allgemein haben wir hier gezeigt, wo war das hier? Überschiebung von Tensoren eines Tensors der Stufe m mit einem Tensor der Stufe n ergibt einen Tensor der Stufe m plus n minus 2. Das heißt, wenn ich hier 2 plus 1 minus 2 bilde, kommt die 1 raus. Das heißt, die Überschiebung von dem Tensor zweiter Stufe mit dem Tensor erster Stufe ergibt dann natürlich einen Vektor. Das heißt, das hier, was hier rauskommt, sind die Koordinaten eines Vektors v. Ja, sieht man natürlich auch ganz einfach, wenn man jetzt hier diese Überschiebung durch a, i, l, x, l, also über den Index l wird summiert. Ich habe Ihnen gesagt, zählen Sie einfach bei so einem Ausdruck in Koordinatenschreibweise die Anzahl der Indizes, über die nicht summiert wird. In dem Fall ist das genau ein Index. Dann wissen Sie, das ist ein Tensor erster Stufe, also ein Vektor. Und die Überschiebung zweier Tensoren zweiter Stufe miteinander ist nichts anderes als das Matrixprodukt dieser beiden Matrizen, 3x3 Matrizen. Ja? Und das ergibt noch unsere Überlegung, einen Tensor der Stufe m plus n minus 2 wieder, ist also 2 plus 2 minus 2, ergibt also einen Tensor der Stufe 2, also wieder einen Tensor der zweiten Stufe. Der Stufe 2. Und definiert ist diese Überschiebung wie folgt: A mit B überschoben ist AB, wobei eben über den Index, benachbart sind, über die benachbarten Indizes, wird summiert. Ja? Zählen wir wieder, wie viele Indizes hier überbleiben, über die nicht summiert. Über i wird nicht summiert, über k wird nicht summiert. Da ist übrigens ein Fehler natürlich. Das muss hier ein k fehlt hier. Wir haben ja gerade gesagt, es ist ein Tensor der zweiten Stufe. Wir brauchen also zwei Indizes. Über i und k wird nicht summiert. Über l fällt nach der Summe weg. Und damit ist gezeigt, dass die Überschiebung zweier Tensoren zweiter Stufe wieder ein Tensor zweiter Stufe gibt. Im Allgemeinen, das kennen Sie aus der Linienalgebra, gilt allerdings nicht, dass a mal b gleich b mal a ist. Das gilt nur für besondere Spezialfälle. Wenn das der Fall ist, dass a mal b gleich b mal a ist, dann nimmt man die beiden Tensoren zweiter Stufe vertauschbar oder kommutierbar. Ja. Gut, eine wichtige Eigenschaft von Tensoren zweiter Stufe schauen wir uns noch an, bevor wir diese Einheit beenden. Und zwar den
Die Determinante eines Tensors zweiter Stufe, die Determinante einer 3 mal 3 Matrix sozusagen. Wir wissen natürlich, wie man die berechnet. Ja? Wir können die jetzt hier ganz einfach angeben, zum Beispiel mit der Regel von Sarü. Wir schreiben uns hier die erste Spalte noch einmal dazu. Und das haben wir auch schon oft gemacht, auch im Rahmen dieser Vorlesung. Und berechnen jetzt hier diese Determinante. Ja? Was ich Ihnen hier zeige, sind zwei Darstellungen der Determinante. Insbesondere die zweite hier ist wichtig. Und zwar kann man zeigen, auf den Beweis gehe ich direkt, lesen Sie sie vielleicht selbst durch. Man kann zeigen, dass man die Determinante eines Tensors zweiter Stufe auch wie folgt ausdrücken kann. Auf die erste Darstellung gehe ich jetzt nicht ein, die ist quasi ein Schritt beim Beweis für diese Gleichung 1,83. Aber nehmen wir mal an, diese Gleichung 1,83 sei schon bewiesen. Dann lernen wir daraus, was lernen wir daraus? Wir haben jetzt hier ein Produkt von insgesamt 1, 2, 3, 4, 5 Tensoren. Mit insgesamt, wie viele Indizes haben wir? 3 plus 3 sind 6 und dann noch einmal 6 dazu sind 12 Indizes. Allerdings wird über alle diese Indizes summiert. Das heißt, wir haben jetzt hier eine mehrfache Überschiebung des Tensors. Das heißt, ganz vereinfacht gesprochen, wenn Sie jetzt genau schauen, jeder dieser Indizes, über jeden dieser Indizes wird summiert. Über i wird hier summiert, über j wird summiert, über k wird summiert, über p wird summiert, über q wird summiert und über r wird summiert. Das heißt, nach der Regel, die ich Ihnen gesagt habe, muss das dann ein Skalar, ein Tensor nullter Stufe, also ein Skalar sein. Und wir daraus lernen wir, nachdem das ein Skalar ist, dass wir diese Determinante, dass das wieder eine Invariante ist. Das heißt, ich könnte jetzt hier genauso gut die Koordinaten dieses Tensors zweiter Stufe in einem gestrichenen System hier reinstecken, in die Determinante. Und das Ergebnis würde das gleiche bleiben, wird invariant sein in Bezug auf diese Koordinatentransformation. Das allein sehe ich schon aus dieser Gleichung 1,83. Gut, den Beweis, wie gesagt, möchte ich jetzt hier nicht führen. Geht letztendlich wieder über die Darstellung des Epsilon-Tensors, über das Kronecker-Delta und so kann man diesen Beweis führen. Gut, damit bin ich mit dieser Vorlesung einmal fertig. Das nächste Mal bleiben wir noch bei Tensoren zweiter Stufe und schauen uns da wichtige weitere Eigenschaften an von Tensoren zweiter Stufe, nämlich wir betrachten Eigenwerte und Eigenvektoren von symmetrischen Tensoren zweiter Stufe. Das ist wie gesagt dann das nächste Mal.